Malt Mariners. Okay. Das wird das Intro. Geil. Moin Whisky-Fans, willkommen bei den Malt Mariners. Natürlich mit Leon. Und mit Paddy. So ist es. Und heute haben wir euch mal wieder einen Klassiker mitgebracht. Einer, der uns viel auf den Wegen stets zu Diensten war. Und es ist ein Diensten 12 Jahre alt. Und den werden wir uns jetzt reinziehen. Aber vorher eine kurze Information von Leon. Ja, was heißt Information? Ich wollte einfach im Grunde nochmal sagen, dass dieses Video einfach sowas von long overdue ist. Wir haben beide auf unserem Kanal einfach noch keinen Diensten getrunken, glaube ich, Paddy. Wenn ich mich recht entsinne, haben wir noch keinen Diensten auf diesem YouTube-Kanal probiert. Und wir probieren ja uns einmal durch Schottland mindestens sowieso in die ganze Welt. Wir wollen eigentlich von jeder Brennerei der Welt mal mindestens ein Whisky probiert haben und euch diese Brennereien representen. Und heute schauen wir uns eigentlich eine meiner persönlichen Lieblingsbrennereien an. Ich bin ein Riesensucker für Diensten. Ich liebe Diensten. Diensten macht einfach haufenweise guten Whisky. Und der 12 Jahre alte, das Flagship, was erzählst du schon wieder? Was hast du? Was hast du? Ja, so weißt du, so für mich meine Lieblingsbrennerei. Ich mag die auch. Immer dieser Egoismus bei dir, weißt du? Ich weiß, dass Paddy dass Paddy auch mag. Es ist einfach, also, pass auf. Bunnahabhain, Tobermory, Diensten. Die drei gehören zum gleichen Konzern. Die machen alle ihre Whiskys immer mit diesen 46,3 Volumenprozenten. Nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Diensten, ich mag die Brennerei total gerne. Ist in so einer alten Wollfabrik. Die machen selber ihren Strom, ökologisch nachhaltig. Mega schönes Visitor Center. Wenn ihr mal in Schottland seid, Diensten auf jeden Fall besuchen. Und das ist eine der wenigen Single Malts, die nur in Bourbonfässern reifen. Komischerweise. Über 90% aller Whiskys reifen in den Ex-Bourbon-Fässern, aber es ist fast immer noch irgendeine Mischung mit Sherry-Fässern mit drin. Es ist nicht das erste Video, wie ihr vielleicht merkt, aber in diesem Batch, aber ich feiere den Whisky so hart. Ich feiere ihn so hart. 12 Jahre, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, einfach schöne Bourbon-Fässer. Paddy, was riechst du im Diensten? 12 Jahre Highland Whisky, by the way, also Highland, zentrale Highlands. Immer so um die 35, manchmal ein bisschen mehr Euros zu haben. So. Alle Euronen wert auf jeden Fall. Ja. Was rieche ich? Easy. Du hast halt so eine geile Wachsigkeit, auch irgendwie, ist es irgendwie für mich so ein bisschen, also ich rieche dran, ich habe den ewig nicht im Glas gehabt und ich bin einfach wieder instant in love. Der hat halt irgendwie so Espresso, Zucker, Kaffeebohnen, dann hat er halt viele so überreiche, reife Früchte, da ist halt so eine matschige Orange, da ist halt ein bisschen Dattel mit drin, also der hat schon so eine gewisse Tiefe, definitiv, der hat aber auch so was Frisches, irgendwie eine Limette fast oder eine süße Zitrone, ich kann es gar nicht so richtig einordnen, dabei halt irgendwie Muff, aber der hängt dir einfach direkt an der Nase. Ja. Ja, also du musst nicht mal die Nase so Richtung Glas und er kommt so und sagt so, hier, da sind die Aromen, gönn dir. Ja. Du kannst Tasting Tourette und Tasting Wheel rauf und runter lesen, findest du alles hier. Und für 12 Jahre, ey, für unter 40 Euro, was will man mehr? Und Paddy, mir ist gerade aufgefallen, als du auch gezählt hast, die Aromen, bin ich alles voll bei dir. Also für mich hat er assoziationstechnisch im Kopf immer so eine dicke, süße Cremigkeit, ne? Wie du gesagt hast, er bleibt so hängen. Aber was ich ganz spannend finde, was du gerade aufgezählt hast, also diese exotischen Früchte, leichter Muff, das sind normalerweise eigentlich Tasting Notes, die wir eher von alten Whiskys kennen. Und das ist ein 12 Jahre alter Highland Whisky. Und das finde ich gerade daran eigentlich so spannend, dass wir im Grunde hier einen Whisky kriegen, der uns mehr oder weniger fast schon ein Aromprofil eines älteren Whiskys präsentiert und trotzdem nur 12 Jahre alt ist. Und eben auch nur 12 Jahre kostet, also für, ne, um die 40 Euro zu haben. Lass mal reinbeißen. Ich bin in love, ich bin ein Fan, ist aber auch kein Geheimnis. Diensten, mega Teil. War auch in einer unserer Preis-Leistungssieger-Top-Tens drin, hoffe ich. Ansonsten Asche auf unser Haupt. Deswegen müssen wir auch ein Video mal drehen, damit wir das verlinken können unten. Prost auf die Helme, auf den Diensten, auf euch. Lasst euch gut gehen. Cheers, bis später, bis morgen. Ne? Tschüss. Schmeckt doch noch geil. Oh. In Zucker gewälzte Orangen, Mandarinen,
Ananas, und dann Holz, Rauch. Also Holzrauch. Also ich hab diese gegrillte Ananas hier wieder. Weißt du? Ich habe die gegrillte Ananas von Longrow 18, einem der geilsten Whiskys, die ich hier getrunken habe, in einem 40-Euro-Whisky. Mhm. Das ist krass. Also ich finde das einfach wirklich krass. Ich glaube, ich kenne keinen Whisky, der so jung ist, der so alte Aromen in Anführungsstrichen hat. Der hat sogar was Rumartiges. Also es gibt so ein paar, ich musste da mal was einschenken, es gibt so ein paar geile Rums, die tatsächlich dann so überschneidende Aromen haben, was ich dann halt nice finde, weil ich den da mich wiederfinde. Und der hat einfach so was Melasseartiges. Also wo du gerade auch gesagt hast, gegrillte Ananas. Ich habe letztens ein Rezept gesehen, da haben die braunen Zucker, Zimt mit Olivenöl vermischt und das auf Ananas geschmiert und dann gegrillt. Und daran erinnert mich das. Also die Öligkeit, du hast jetzt nicht so Olivengeschmack, aber was Frisches würde ich ihm auch geben, wenn du so ein frisches, grünes Olivenöl hast. So Melasse-Süße, was halt so vom braunen Zucker kommt. Zimt kannst du ihm definitiv auch geben. Vanillepudding ohne Ende. Und das Ganze dann halt irgendwie auf eine Ananas, die wirklich gegrillt rüberkommt. Ja. Wie gesagt, für mich seit Anbeginn der Zeiten, ähnlich wie der Bonner Heaven, 12 Jahre im Sherry-Fass-Bereich, ist der Diensten 12 im Bourbon-Fass-Bereich für mich echt einer der besten Whiskys überhaupt. Also der besten Schotten, aber auch der besten Whiskys überhaupt. Preis-Leistungstechnisch hart zu schlagen. Für mich. Hart zu schlagen. Also ich bin immer, man muss halt mit diesem bisschen wuchtigen Highland-Charakter schon umgehen können. Also es ist kein super easy sipping Whisky. Aber er ist auch nicht irgendwie jetzt mega scharf oder mega unreif oder irgendwie aggressiv, sondern der hat einfach Tiefe, er ist ausgewogen, er ist cremig, er ist süß, er hat eine wahnsinnig große Palette an Aromen. Man kann sich damit aufhalten, muss man aber nicht. Man kann einfach sitzen und sippen. Man kann einfach den ganzen Abend, ey Paddy, was hatten wir für Zechabende, wo wir nur Diensten 12 getrunken haben? Oh ja. Easy. Also und von mir ganz, ganz großer Tipp, kleinen Klecks Wasser ran, das macht den einfach nochmal schöner. Einfach nochmal schöner, einfach nochmal geschmeidiger. Das war bei mir jedenfalls immer so der Fall. Ich mochte Diensten 12 auch. So einige Flaschen, die da durchgegangen sind. Viel zu lange wieder. Das ist so ein Whisky, den hat man vor Jahren getrunken und dann ging der, dann wusste man, dass der gut ist und dann wollte man den nicht nochmal nachkaufen, weil man wusste ja, dass er gut ist und dann hat man alles andere probiert und jetzt wieder zurückzukommen. Deswegen, ich habe mich mega gefreut, den wieder im Glas zu haben. Schlückchen Wasser dran. Tut ihm gut. Aber es schmeckt auch einfach lecker. Hat auch ein bisschen Kokosnuss drin. Richtig nice heute. Ja, Kokosnuss auf jeden Fall. Also ist einfach, ist eine Bank. Ist eine Bank, gehört einfach in jede Bar aus meiner Sicht irgendwie. Also Diensten auch so eine Nerdbrennerei, die irgendwie ziemlich unter dem Radar der Massen fliegt und trotzdem jeden Nerd, den ich kenne, der mag Diensten irgendwie auch, glaube ich so. Ja. Mit ein bisschen Wasser. Er wird einfach nochmal eine Ecke komplexer. Diese Wachsigkeit und dass er so dick im Mund einfach bleibt. Der bleibt kleben, als wenn du so ein, keine Ahnung, babsüßen Lolli gegessen hast oder sowas. Keine Ahnung, was sie damit gemacht haben. Aber einfach, du hast so das Gefühl, so, als wenn du so einen Honigschnaps getrunken hast oder sowas. Also, furchtbar lecker. Furchtbar. Oh ja. Die haben ja auch eine No-Age-Variante, den Virgin Oak. Und ich frage mich immer, ob die da einfach ein paar Virgin Oak-Fässer mit reinarbeiten. Das würde echt passen, weil diese krasse Süße und diese intensive, aber hier steht einfach legit drauf, Until filtered and aged in ex-Bourbon cask for 12 years. Ich meine, gut, das heißt nicht, dass da keine Virgin Oak Fässer drin sein dürfen, aber es klingt zumindest nicht so. Es klingt für mich so, als ob das eine Vollreifung in Bourbon Fässern wäre. Einfach, ich meine, die Farbe ist einfach krass für reine Bourbon Fässer. Finde ich gut, aber ich finde es gut. Ich finde es gut. Ich bin mir allerdings immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob der nicht gefärbt ist, weil hier steht immer nur drauf, Until filtered. Ich glaube, auf der Verpackung steht, also bei Bonner Heaven und Tobermory, da steht immer drauf, Until filtered und non-colored. Bei Diensten bin ich mir immer nicht ganz hundertprozentig sicher, aber ehrlich gesagt ist es mir ein bisschen egal. Also wenn ein Whisky so schmeckt, es ist mir ehrlich gesagt ein bisschen egal. Die Farbe ist wirklich krass, also ne? Aber ja, also ich bin ein Fan. Ich bin ein Fan. Kein Geheimnis. Ich schäme mich dafür nicht. Ich bin ein Fan. Diensten 12. Any day. Ich könnte jetzt auch einfach sagen, wir sind Fans. Ja, aber ich überlasse das mal den Egoisten, Leon.
Das ist halt seine Brennerei. Okay. Nee, ist Quatsch. Leon hat mir das halt so, weißt du, als wenn er mir so eine Crackpfeife gereicht hat und ich bin auch voll drauf, definitiv. Habe einmal dran gezogen und dachte mir so, geil, Diensten 12 jedes Mal. Alle anderen Sachen von Diensten, die ich getrunken habe, waren auch immer gut. Ich weiß noch, dass wir so ein Spanish Oak Ding mal hatten, weißt du, was wir, hast du glaube ich immer noch da irgendwo stehen, was halt so ein Distillery Exclusive oder sowas haben wir nicht mehr. Distillery Exclusive war. Haben den Rest bekommen. Mega der Brett auch. Mega der Brett. Alles lecker. Solltet ihr mal die Nase reinhalten, reißt ihr kein Bein aus. Preis-Leistungs-Verhältnis für mich vollkommen in Ordnung. In der Regel auch gut zu haben, das Ganze. Und ich habe noch nie ein schlechtes Batch getrunken. Auch hier nicht. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Wenn ihr wuchtige, süßige, klebrige, wachsige Whiskys mögt, die nach Ananas, Kokosnuss, Früchten allem und Banane schmeckt, seid ihr da richtig. So, noch was? Diensten 12. Fertig. Mega. Kaufen. Ja. Jetzt schreibt doch mal in die Kommentare. Mögt ihr Diensten, mögt ihr Highland Whiskys? Ist das halt euer Shit? Oder, weiß nicht, den schreibt uns auch euer Lieblingsgedicht noch rein. Oder einen kleinen Liebesbrief. Haben wir immer gerne. Ansonsten, abonniert diesen Kanal, macht die Benachrichtigung an, kommentiert dieses Video, erzählt anderen Leuten, dass es die Malt Mariners gibt, schreibt eine Mail an info@malt-mariners.com. Wenn ihr Bock habt, hier eingeblendet zu werden, dann schickt uns auch gerne ein Foto bei eurer Lieblingsaktivität. Und ansonsten sind wir bei Instagram, bei Facebook und bei Patreon. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr auch uns hier monetär unterstützen, damit wir diesen Kanal weiter nach vorne treiben können. Wir würden uns freuen und lassen auch immer wieder was Schönes uns einfallen, damit ihr nicht einfach auf dem Trockenen sitzt. Also wir werden dann immer dafür sorgen, dass ihr nicht auf dem Trockenen sitzt. Und das ist doch was Schönes. Ja, ansonsten sind wir erstmal hier raus mit den kleinsten Diensten hier und sagen dann so, wie immer, bis später. Bis später. Gott, der riecht auch so gut. Der ist so süß, ey. Mhm. Das sind genau die Eigenschaften, wie mich Leute beschreiben. Er riecht so gut. Der ist so süß, ey. True story. Alles einfach sacklecker. Also Wahnsinn. Ja, es wirkt. Oh. Nein, viel zu lange nicht getrunken. Eine Flasche Diensten. Okay, worum geht's? Was hatten wir mal vor? Warte mal, wir wollten hier. ADHS. Jetzt gehen wir mal auf die Sprünge. Was hatten wir da vor? Was hatten wir vor? Was hatten wir vor? Whisky trinken. Ach, Whisky trinken, klar, kein Thema. Stets zu Diensten, meine Damen und Herren. Ich glaube tatsächlich, dass der Hintergrund ist tatsächlich, glaube ich, gar nicht so gut, weil du hast so einen schönen, cleanen Fokus-Hintergrund, weißt du, mit so, das ist so rein künstlerisch, total schlau so auch alles. Man sieht mal wieder, dass Leon sich so gar nicht konzentrieren kann auf das, was ich sage, aber ja, du hast recht. Ja. Dein Hintergrund. Aber eigentlich alles, was von dem Vordergrund ablenkt, ist wieder besser. Ach, burn.